Komitee Düsseldorfer Karneval ist zuversichtlich, am 11.11.2020 Open Air in die neue Karnevalssession zu starten. Mit Unterstützung der Stadt Düsseldorf will das CC ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept erarbeiten und versuchen, möglichst vielen Karnevalisten eine Teilnahme zu ermöglichen. Eine genaue Zahl steht noch nicht fest. Auch der Düsseldorfer Künstler, Satiriker und Wagenbauer Jack Tilly will sich von Corona nicht die Lebensfreude nehmen lassen. Ich denke, man müsste Karneval in irgendeiner Form stattfinden lassen, denn Corona wird uns länger begleiten. Wir müssen lernen, damit zu leben. Und wir können nicht unsere Lebensfreude und all die schönen, die positiven Dinge des Lebens einfach so lange auf Eis legen, solange Corona uns irgendwie bedroht. Wir müssen eine Form finden, damit zu leben. Und ich finde, man kann moderate Formen finden, Karneval auszuleben. Vor allen Dingen die Outdoor-Veranstaltungen, also Veranstaltungen, die außen stattfinden, 11.11. oder Rosenmontagszug, da sehe ich also weniger schwarz als für Indoor-Veranstaltungen, die in der Tat wirklich problematisch sein können. Aber man braucht ein bisschen Fantasie. Man braucht ein bisschen Fantasie, um zu überlegen, wie kann man das unter diesen Umständen gesundheitsbewusst machen, und da gibt es Lösungen. Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung muss der Veranstalter ab 500 Teilnehmern auch eine pandemiegemäße An- und Abreise sicherstellen. Das ist im Fall der Open-Air-Veranstaltungen im Karneval wohl nicht möglich. Aber auch der Sitzungskarneval ist durch Covid-19 gefährdet. Es ist in der Tat schwierig, Karneval natürlich zu feiern in Sälen, wo man nicht bützen, nicht schunkeln, nicht mitsingen darf. Das ist also eigentlich so gegen die Spielregeln. Aber ich denke trotzdem, besser als gar nichts. Also wovon ich gar nichts halte, ist Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Wir müssen schon Formen finden, dass wir irgendwie auch unseren Lebensbedürfnissen gerecht werden. Und das kann man auch im Karneval finden. Also man muss nicht alles einfach direkt verbieten pauschal, sondern man muss einfach gucken, was geht nicht. Und da sind immer Möglichkeiten, wenn man sich ein bisschen anstrengt und ein bisschen Grips reinbringt und nicht einfach hier von der Verboteritis befallen ist. Tilly ist weltweit bekannt für seine satirischen Mottowagen. Er kann es kaum erwarten, etwas Neues zum Thema Corona zu machen. Es hat schon den ersten Corona-Wagen in diesem Jahr gegeben, zu der Session 2020, der erste weltweit überhaupt. Und nächstes Jahr selbstverständlich großes Megathema. Nicht Corona an sich, sondern natürlich die ganzen Begleiterscheinungen. Und es juckt mir jetzt schon in den Fingern, die ganzen Covidioten und Verschwörungsdeppen ordentlich durch den Kakao zu ziehen. Das würde ich am liebsten heute schon machen. Das Komitee Düsseldorfer Karneval ist sich sicher. Der Karneval darf nicht Opfer der Corona-Pandemie werden. Trotzdem hat der Gesundheitsschutz hier höchste Priorität.